ausgetrunken? Mhm. Dann verpiss dich. Wir wollen deinesgleichen hier nicht. Ich wäre sowieso nicht lange geblieben. Vielleicht nicht. Vielleicht bleibst du aber auch für immer. Unter der Erde. Echt jetzt? Hallo und herzlich willkommen zurück zu... zu The Witcher und dem Beagle. Witcher 3 und dem... Was macht ihr da hinten? Habt ihr Schiss vor mir, oder wie? Stirb! War nett, euch zu treffen. Okay. Ich wollte eigentlich nur aus der Bar rausgehen, wenn ich ehrlich bin. Und dann ging eine Zwischensequenz los. Also, ihr Lieben. Ich habe in der letzten Saw-Aufnahme und damit relativ spät oh Gott, ist das laut. Festgestellt, dass mein Mikrofon auf volle Kanne eingestellt war, was überhaupt nicht meinem Wunsch entsprechend war. Das muss bei meinem Ausfall, als das nach dem Update mal nicht mehr geklappt hatte, passiert sein. Es tut mir leid, dass ihr deswegen Dankeschön. Mutant. Beleidigt mich doch noch ein bisschen. Tut mir leid, wenn ihr da jetzt zwischendurch einfach ganz viele Folgen hattet, wo ich zu laut bin. Was willst du? Nix von dir. Mutant. Eigentlich habe ich auch gar keine Zeit, The Witcher aufzunehmen. Ich bin auch schwer am Überlegen, ob ich das schiebe. Trinkst du ein Gläschen mit mir? Ich heiße jetzt... Was willst du? Die klingen alle gleich. Wo will ich eigentlich hin? Nach da oben, ne? Ja, nach da oben. Frage die Nilfgaarder nach Yennefer. Lohnt sich das denn? Oder lohnt sich das, hier durch die Gegend zu laufen und sich ein bisschen umzugucken? Na, ihr seid so klug, oder wie? Hier sind überall Gegenstände und ich finde sie nicht oder ich bin zu doof, sie zu finden. Ups. Ah, nein. Was mache ich denn? So. Pillen? Kaust du die oder schluckst du die ganz runter? Keine Ahnung, Kind. Ich weiß auch nicht, wie du da drauf kommst. Springen hier. Okay. Aha. Ich gucke gerade. Ich habe das alles schon wieder vergessen. L3 sprinten. Ich gehe da erstmal hin, Leute. Das soll schon schief gehen. Ich habe mein Handy übrigens nicht hier und damit den Timer auch nicht angemacht, Leute. Der kluge Beagle hier. Mal gucken, ab wann Blödsinn mich nicht mehr tragen möchte. Aber ich wüsste nicht, warum ich das hier liegen lassen sollte. Ich brauche das bestimmt irgendwann. Es ist schon so lange her, dass ich die ersten beiden Folgen aufgenommen habe. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Es waren ja die Probeaufnahmen, ob mir The Witcher generell gefallen würde. Ich bin ja nicht so vertraut. Also, ich habe die Bücher, ich... Ja, will ich aber gar nicht. Ich habe die Bücher, ich habe... Wobei, vielleicht will ich doch. Ich habe die Serie ja auch gesehen. Okay, ich habe aber tatsächlich halt, wie gesagt, noch ein Spiel davon gespielt. Die Menschen hier sind eigenartig, aber ist okay. So, mal sehen, wo ich hin muss. Nicht hier hin. I see. So, da muss ich hin. Noch scheint Blitze kein Problem damit zu haben, dass ich mal ein paar Kräuter in die Tasche gezwängt habe. Rito von Weißgarten. Ich meine, dass es hier eine Quest gibt, aber... Magie, ein Ort der Macht. Das will ich sehen. Nee, los, lauf! Wie kann ich absteigen? Nein, wie kann ich... Ich will absch... Hä?
Leute, ich drücke Kreis und A, Kreis halten. So, ich will mal dahin gucken und gucken, was die Sache ist. Oh, ich habe keine Ahnung, ob das so klug ist, was ich hier mache, aber hey. Habe ich den erledigt oder nicht? Warte mal, wie ging das mit den Jarden Igni? Besser als nix, ich mach mal Igni. Oder aber auch gerne eine Fackel. Ja, benutze sie doch. Leute, ich kann nix mehr. Okay, aber wie benutze ich dieses strahlschwaches Licht aus? Ja, benutze sie doch. Also Leute, ich komme hier irgendwie gerade nicht klar. Aha. Okay. Ich bin völlig überfordert. Ich glaube, Tombo, das hast du dir so bei mir auch nicht vorgestellt, wenn du, als du gesagt hast, ich freue mich darauf, das Let's Play bei dir zu sehen. Ich bin zu doof für alles hier. Da, toll, dass ich diese Fackel benutze. Jetzt habe ich Brot genommen. Ach, Silber und Stahl. Stimmt, da war ja die Unterschiede. Ja, ja, ja. Ah, ich habe getrunken, ne? Aber wie benutze ich eine Scheißfackel? Niemand sagt mir etwas. Aber hier sind noch Sachen drin, die ich mitnehmen kann. Die nehme ich in jedem Fall gerne mit. Ich kann die Tür sogar schließen. Warum sollte ich das tun? Ein Ort der Macht. Ja. Warte mal. Nee, warte mal. Ich wollte doch eigentlich. Irgendwie ist dieses Igni-Zeichen nicht sonderlich beeindruckt davon, dass ich es benutzt habe. Kann ich die Leiche nicht durchsuchen? Ist das hier nicht so? Ist das hier verpönt? Hier ruhen die sterblichen Überreste von Florian Ferrieres, der kinderlos in der Blüte seiner Jugend auf der Jagd an einem Schlaganfall verstarb. Möge Militele ihm seine Sünden wieder die Natur und ihre Gesetze vergeben. Das ist scheiße, in so jungen Jahren einen Schlaganfall zu bekommen. Aber was kann ich hier machen? Irgendwas kann ich hier bestimmt machen. Irgendwas sagt mir, ich kann hier was machen. Vielleicht der falsche Zauber, aber Igni ist Igni. Quenchschutzschild, Gedankeneinfluss, telekinetische Druckwelle, magische Falle. Oh, L1 ist die Fackel. Tombo, ich hab's rausgefunden. Du wärst so stolz auf mich. So, ich geh mal zu Plötze zurück. Vermutlich ist auch nur Tombo stolz. Ihr Lieben, wenn ihr euch fragt, warum ich ihn so oft erwähne, er ist ein Stammabonnent, schneller, den ich sehr, sehr gern habe. Und wir hatten uns über The Witcher noch unterhalten, als ich angekündigt hatte, dass ich es mache. Und er hat hohe Ansprüche. Und ich weiß, dass ich seinen Ansprüchen mitnichten gerecht werde, so chaotisch, wie ich das hier gerade mache. Aber die sind hier nicht... Kannst du das Schwert mal wegpacken, Geralt? Oha, Dankeschön. So, hi, na? Kumpels, ich will gar nichts von euch. Ich bin ganz lieber. Der Beagle ist immer lieb. Giftwolke. Geh mal runter, runter, runter. Ich will... Zieh Schwert. Da, ne? Ihr seid's, ne? Aua! Ich kämpfe wie ein Trottel.
Igni! Ja, ja. Ach so, ich kann ja nicht, stimmt. Wieso habe ich die Fackel jetzt in der Hand? Leute, ich bin so doof. Ja, nun, ja. Also. Ich habe ja ein bisschen Brot dabei, ist ja kein Thema. Oh, hier gibt es ja richtig was zu looten. Ist mal. Will ich wissen, warum das jetzt schief gegangen ist? Das heilt mich also partiell. Okay, lass uns hier schnell. Nein, nein, ist gut. Komm. So. Ich komm da schon hinter. Irgendwann habe ich's raus, Leute. Irgendwann stehe ich mich nicht mehr an wie der letzte Dorftrottel. Promised. Der Kaiser wird uns führen. Geradewegs nach Novigrad. Mach das mal. Ich will nur mein Mädel finden, Leute. Ja. Alles klar. Ich möchte nur mein Mädel finden. Und meine Ziehtochter vielleicht noch. Das weiß ich aber nicht. Militärlager. Kein Zutritt ohne ausdrückliche Erlaubnis des Garnisonskommandanten. Sehe ich wie ein Anwohner aus? Du siehst nach Problemen aus. Ganz das sagt falsch. Ihm irgendwie jeder. Ich löse Probleme. Ich bin ein Hexer. Ein Hexer? Hauptmann Peter sagt, Winlewe ist im Turm. Hinterm Tor rechts abbiegen. Ich will jetzt nicht direkt den Leuten ans Bein pissen, aber naja. Ich schätze, euer Hauptmann hat Arbeit für mich? Das hier ist die Armee, Nordling. Da gibt es nichts zu schätzen. Zum Turm. Aber die sind ja so freundlich zu mir, Leute. Die sind so freundlich zu mir. Ich mal. Sag mal, wozu habe ich das Brot denn jetzt genommen? Leute, ich muss hier einmal Rüstung. Ich verstehe nichts von all dem, wenn ich ehrlich bin. Okay. 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 Du kannst die Beschreibung. Okay. 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 Alles gut. So, was haben wir denn hier? Schicke Handschuhe habe ich jetzt an, ne? Ja. Habe ich irgendwie Alchemie? Was bist du denn? Bringt mir nichts, ne? Nee. Was habe ich denn für Tränke? Ah, nein. Ich wollte eigentlich Vitalitätsgeneration 10. Wirkdauer 30 Sekunden. Das ist nicht viel. Ich müsste aber trotzdem gucken, wie ich meine Vitalität hochkriege. Upsala. Aha. Oh Leute, ich bin super überfordert. Und was haben wir denn für Tränke? Katze. Warum kann ich eine Katze? Ah, okay. Habe ich natürlich nicht alles für. Na gut. Das muss ich wohl hinnehmen. Uff. Bin ich überfordert? Vielleicht. Will ich das zugeben? Nein. Schatzsucher. Schatzsucher bis. Okay. Care Morham. Ja, es ist, glaube ich, wirklich am besten, dass ich erstmal die Quest mache. Ich habe keine Punkte, weil ich noch kein Level gemacht habe. Wenn ich meditiere, kann ich dann. Erhole ich mich beim Meditieren? Ich weiß es nicht. Leute, ich bin noch ein bisschen super überfordert.
Das ist das Glossar, das interessiert mich nicht. Mein Inventar. Na komm, ich nehme das. Igloir. Ebstrede. Marsan de Ankarbat. Es diese Firin. Haut esse Ulfedan an Moeras. Ich lass mich töten, das war doof. Ich sollte nicht klauen. Ich hab Geld verloren, was? Wie? Ich sterbe nicht? Oh nein, wie viel Geld habe ich denn verloren? So viel jetzt auch nicht. Aber die Schnur durfte ich jetzt behalten. Warte mal, haben die mir die Schnur... Sag mir bitte nicht, ich durfte die Schnur behalten. Ich dachte, ich krieg nochmal einen Speicherpunkt. Aber deren Pflanzen darf ich hier mitgehen, oder was? Mitgehen lassen, so wollte ich sagen. Das ist von mir aus, mache ich halt, ne? Verwenden sie Spätschleifstände, um dann... Nee, ich möchte schon die Pflanze haben. Soll ich es nochmal probieren? Mal gucken, wie viel Geld ich verliere. Ja, ja, ihr seid einfach dumm. Gloir in Herze. Wir müssen einen Teil eurer Ernte requirieren. Ja, Exzellenz. Ich weiß, dass in euren Speichern nicht mehr viel übrig ist. Aber Soldaten sind auch nur Menschen und müssen Essen nehmen. Handwerker können die verschiedene... Okay, ja, aber es bringt mir jetzt gerade noch nichts. Wie viel Korn gibt euer Dorf? Was immer die Exzellenz wünscht. Sieh meine Hände an. Guck hin. Siehst du die Schwielen? Das sind nicht die Hände einer Exzellenz, sondern die eines Bauern. Also reden wir von Bauer zu Bauer. Wie viel könnt ihr geben? 40 Scheffel. Es wäre mehr, Herr. Aber die unseren, ich meine, die Temeria haben uns ausgenommen und... Ihr gebt 30 und das reicht. Einigen wir uns darauf. Und ich will den Transport bald sehen. Danke, Herr. Danke vielmals. Ich habe nur den Dorfältesten und den Schmied Willis bestellt. Und der ist angeblich ein Zwerg. Der bist du nicht. Dafür bist du zu groß. Und zu gut aussehend. Sehr aufmerksam von dir. Geralt von Riva, Hexer. Ah, Wadgern. Deswegen habe ich deine Schritte nicht gehört. Und was Vielleicht du? Bist du aber auch einfach Jennifer nur Jennifer von Wengerberg. Wohin wollte sie? Das ist Militärgeheimnis. Du hast mich noch nicht rausgeworfen. Du hast die Wache nicht gerufen. Also sag es. Was ist dein Angebot? Wir haben einen Greifen in der Gegend. Erschlag ihn. Dann werde ich sehen, was ich tun kann. Ach, der Greifen. Von dem haben wir gehört. Scheiß drauf, ich will den töten. Ein paar Fragen vorweg. Weißt du, wo der Greif sein Lager hat? Zuerst hielt er sich beim Fuchswald auf. Ich habe eine Patrouille hingeschickt. 5 junge Männer. 2 Tage später hat sie einen Jäger gefunden. Ich habe sie nur an unserer Rüstung erkannt. Seitdem ist der Greif dreist geworden. Greift in Dörfern an, auf Feldern, auf der Hauptstraße. Das heißt, er hat sein Lager verlassen. Ich muss ihm eine Falle stellen. Du klingst, als wäre das nicht einfach. Was brauchst du? Ja, Leute, woher soll ich das denn wissen? Ich brauche einen Köder, ein bestimmtes Kraut. Kreuzdorn. Kreuzdorn? Das kenne ich nicht. Aber ich kann die Gemeinsprache noch nicht gut. Hm. Aber die Grundlagen hast du bestimmt drauf. Hände hoch. Tötet sie. Nein, ich habe mit Sprichwörtern angefangen. Spiel nicht mit dem Feuer zum Beispiel. Touché. Geh zu Tumira, der Kräuterfrau. Sie wohnt bei der Kreuzung. Sie wird dir weiterhelfen. Touché. Ach, ich kann ich beides machen. Informationen Na gut. Über den Greif.
welches Geschlecht er hat, warum er sein Lager verlassen hat. Willst du mit Zeugen reden? Die würden mir nicht sagen, was ich nicht schon weiß. Ich muss hin, wo deine Männer gestorben sind und mich umsehen. Wie heißt der Jäger, der sie gefunden hat? Mislav. Er hat eine Hütte südlich des Dorfs, direkt am Wald, sehr hilfsbereit, aber auch ein bisschen seltsam. Na dann. Tomira und Mislav. Danke. Esso und Jagden. Why not? Das lief doch gar nicht mal so schlecht, Leute. Wenn ich mal ignoriere, dass ich aus Versehen Diebstahl begangen habe und deswegen, Verdammte Hexer. Es bin Erich. Kopelere. Es tut mir leid, dass ich euch um eure Schnur gebracht habe. Haltet doch die Schnauze, ihr Deppen. So. Ich gehe jetzt noch hier weg. Ich werde dich auspeitschen. Ich bin der dümmste Hexe aller Zeiten. Aber ich habe eine Schnur geklaut, diese Folge. Also besser kann es nicht laufen, ja? Taucht auf wie eine Furzblase im Wasser. Wie nett. Frage den Jäger nach dem Fundort der Leiche. Ja, okay. Stimmt es, dass die Frauen hier im Norden nur einmal alle 3 Monate baden? Das ist ja widerlich. Das darf ich bestimmt nicht mitnehmen. Da bin ich mir relativ sicher. Oh, er springt nicht. Warum springt er nicht? Ich kann ja nicht springen. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Wisst ihr was, Leute? Bevor es noch schlimmer wird, mache ich für diese Folge Schluss. Das war eine sehr ereignisreiche Folge. Von Trottel über alles, über nichts. Also, ja, ja. Danke, so springe ich. Okay, das will ich jetzt aber trotzdem noch ausprobieren. Einen Moment. Ich will ja nicht zu doof sein. So, 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 so und... Jawollo! Wenn ich jetzt hier was klauen würde, würden die mir dann auch hinterher... Nö, hier ist ihnen das scheißegal. Faszinierend, Leute, faszinierend. Da komme ich nicht hin. Na gut. Jetzt muss ich nur wieder anständig zurückspringen. Das lasse ich mal liegen. Ich habe keinen Bock, nochmal getötet zu werden. Oder wie auch immer man das bei dem Witcher nennt. Ach komm. Schnellreise. Verwegweiser ermöglichen dir direkt von einem Ort zum anderen zu reisen. Näher dich dem Wegweiser und drücke... Ach so, na gut. Also hier ist jetzt wirklich Schluss, ihr Lieben. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Und haut rein.